Hallihallo, herzlich willkommen zurück bei dem neuen kleinen CSGO Gambling Video. Gambling ist aber das ganze Glücksspiel. Halte dich dran oder du wirst ununterbrochen einfach übelst doll schwitzen. Den ganzen Tag, das ganze Jahr über. Und dementsprechend fühlt man sich bestimmt nicht wohl. Aus dem Spiel nur unbedingt, weil du bereit bist zu verlieren. Es ist Glücksspiel. Mathematisch gesehen wirst du es langfristig definitiv verlieren. Kurzfristig höchstwahrscheinlich aber auch. Herzlich willkommen zurück auf Planet of Skins. Heute kleine Special-Folge, denn 1.100 Dollar im Balance. Nicht, weil Mr. Panda Skins heute extrem großzügig war, sondern weil mein Event Knife automatisch verkauft wurde. Also ich habe die Balance bekommen. Keine Ahnung, ob das gewollt war, Fehler war oder nach einer Woche das automatisch war oder so. Ich habe eine Woche oder so jetzt nicht aufgenommen. Dementsprechend kann das sein, dass es über ein paar Tage hinweg war. Auf jeden Fall haben wir deswegen 1.100 Dollar Balance und werden dementsprechend einmal die 900 Dollar Kiste im Leben nicht aufmachen. What the heck? Nein. Trotzdem machen wir natürlich teure Kisten auf, das ist klar. Die Frage ist zwischen der Snakebite, das wären drei, oder die Hyäne. Boah, das tut so weh, wenn wir da halt rein. Aber egal, wo wir sind, ne? Nee, wir machen die auf. Wir machen tatsächlich die auf. Ich glaube, das ist ein guter Kompromiss. Wir machen die 900 Dollar Case nicht auf, wir machen die dreimal auf. Und gucken, was so bei rumkommt, ja? Es könnte desaströs werden und wir könnten hier mit 86 Dollar pro Klick rausgehen. Müssten uns dann wieder nach oben kämpfen und dann mal schauen. Aber wir legen einfach mal los. Übrigens, falls ihr selbst hier unterwegs... wir haben kein Premium mehr. Ich habe keine Chance auf Double Drop bei diesem Klick. Ich Vollidiot. Oh no. Geh rüber. Okay, bleibst du hier? Ich glaube, das wäre ganz okay, auch wenn es Minus wäre. Bleib! Gut. Kein Double Drop, geht nicht. 294, das ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Zack. Genau, das könnt ihr nämlich auch machen. Promo-Skins findet ihr unten in der Videobeschreibung. Zwei Stück. Könnt ihr hier dann eingeben, klicken. 29 Cent. Okay. Daily Card. 60 Cent. Okay. Ja, könnt ihr machen, wenn ihr Bock habt. Alter, imagine, ich hätte jetzt einen Double Drop da kassiert, ne? Dann hätten wir halt eine Kiste for free quasi gehabt, ey. But alright, vielleicht kriegen wir es ja jetzt. So oder so wäre das immer ein gewisser Save, auch wenn wir schlecht reinhitten. Double Drop, please. Ah, 220. Ja, auch da wäre wieder Double Drop echt juicy gewesen, wenn wir da in Profit gegangen wären. Gib mir eine Gangnir. So, ich habe es jetzt gesagt, jetzt ist es raus. Gangnir, let's go. I'm ready. Nicht das. Das. Das nehmen wir. Ja, okay. Oh no. Oh. Das war besser als das Paracut Knife. Wir sind aber minus. Aber wir haben noch 196. Chill the F out, Boys and Girls. Das ist auch eine ganz gute Case. Wir könnten mit einem Klick auf einen K. Wir sind knapp unter. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich hier noch großartig was machen will. Eigentlich nicht. Sind wir mal ganz ehrlich. Ich sollte mich damit echt zufrieden geben, oder? Gibt's Battles? No. Wir sind bei 1.027 Dollar. Das ist doch echt eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe damit gerechnet, dass ich mit 500 Dollar rausgehe oder so, oder sogar noch schlechter. Ja, wir belassen es dabei, ganz ehrlich. Ich mache jetzt nochmal die Case hier auf. Wir bleiben dabei. Ich cash 1K aus. Ich glaube, das ist für jeden, der hier regelmäßig zuguckt, legitim. Und er freut sich oder sie freut sich darüber, dass ich nicht... Ach komm. Als Vollhonk unterwegs bin und wieder irgendwas riskiere für irgendwie mehr. Deswegen würde ich sagen, wir belassen es dabei. Eine kleine, knackige 5-Minuten-Aufnahme. Aber hey, it is what it is. Ne? Falls ihr selbst unterwegs sein solltet, im Partner-Tab könnt ihr den Code Dadosh eingeben. Hier, um genau zu sein. Dann kriegt ihr 5% obendrauf. Ja? Und ich kriege dadurch Referrals. Es sind Millionen Dollar schon, die ich bekomme. Deswegen vielen, vielen Dank. Ja, ansonsten könnt ihr die Task Daily Skins und so weiter machen, Apple Rolls natürlich, alles, was das Herz begehrt. Gut, ich würde sagen, wir belassen es dabei
Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch auf jeden Fall gut gehen. Das ist unser Cash-Out. Das Ganze wird höchstwahrscheinlich per PayPal kommen. Falls per PayPal, gibt es einen Screenshot, denke ich. Ansonsten, keine Ahnung, manchmal soll ich auch Skins auszahlen, dann sage ich euch, welche das sind oder Krypto oder so. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.